Guten Morgen! Heute Abend ist ja Weihnachten und die meisten von euch werden sicher im Kreise ihrer Familie diese Zeit genießen und sich in diesen Tagen besonders verbunden fühlen. Ich mag das Weihnachtsfest aus diesem Grunde auch besonders gerne. Das ist die Zeit des Jahres, wo der menschliche Drang nach Wahrheit und Echtheit besonders groß ist. Auch die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes konnte daran meiner Meinung nach nichts ändern. Menschen werden in der Weihnachtszeit gegen Ende des Jahres etwas bewusster und offener für das Leben und auch was das Leben bedeutet. Und es ist eine Zeit, in der wir auch Demut spüren, indem wir uns mit unseren eigenen Fehlern, die wir das Jahr auch begangen haben, intensiver auseinandersetzen. Sei es in der Kirche bei der Weihnachtspredigt oder in einem bewussten Moment innerhalb der vielen Feiertage, die nun auf uns einprasseln mit den Weihnachtsfeiertagen und dann auch Silvester. Wir öffnen uns und nehmen uns auch mal die Zeit, ja, wirklich die Zeit dafür zu resümieren und über unser Leben nachzudenken. Natürlich ist es schade, dass viele dafür ein ganzes Jahr warten müssen, bis sie dann in der Stimmung sind, sich eben kritisch mit ihrem Leben auseinandersetzen und dies nicht täglich in ihr Leben integrieren konnten. Aber nun sind wir einmal hier zusammengekommen und ich möchte diese Zeit eben auch nutzen und durch dieses offene Fenster in eurem Bewusstsein gelangen. Ich möchte entsprechend heute über den Glauben reden und den Glauben unabhängig davon, an was man glaubt und welcher Gott einem besonders wichtig ist, sondern über einen religionsübergreifenden Glauben. Es beginnt damit, dass alle großen Weltreligionen einen gemeinsamen Nenner haben. Das beginnt damit, dass man eine gewisse ethische Disziplin erwartet und dass man gegenüber allen anderen Menschen Liebe und Mitgefühl einfordert. Jede Religion hat ja auf jeden Fall ihre eigenen Methoden und auch Regeln, wie sie diese sicherstellen, dass sozusagen keinem ein Leid zugefügt wird. Und das ist auch die Basis, warum diese Religionen so populär wurden und sich auch so stark verbreiten konnten. Aber natürlich entwickelt sich unser Geist immer weiter und so werden manche Religionen etwas populärer und manche sterben tendenziell aus. Und entsprechend wundert es auch nicht, dass innerhalb der Religion auch durch die Gläubigen selbst immer wieder Verfeinerungen und Anpassungen an den Zeitgeist vollzogen werden. So sind religiös motivierende weibliche Beschneidungen zum Beispiel schon sehr, sehr lange in der Kritik. Aber auch bei den männlichen Babys und Kindern gibt es da auch entsprechende ja, Bewegungen, die sich da gegen diese stellen. Und das heißt, Religionen ändern sich auch und passen sich auch immer mal an. Und auch wenn es nur die zeitgemäße Interpretation der grundlegenden Glaubensschriften ist. Aber das Mitgefühl und die Liebe gegenüber anderen Menschen, das ist immer die grundsätzliche, unumstößliche Basis aller großen Weltreligionen. Vom Islam über den Buddhismus bis hin zum Christentum. Und ohne diese Basis würden diese Religionen auch nicht so lange existieren können. Das ist der Wunsch der Menschen. Und daraus wird ersichtlich, was den meisten Menschen im tiefsten ihrer Seele wirklich eine Bedeutung und einen Sinn gibt. Und entsprechend ist es nur sinnvoll und auch konsequent, dass man diese Liebe und das Mitgefühl eben auch auf die Lebewesen ausweitet, welche ebenso Liebe und Mitgefühl spüren. Ich bekomme das natürlich explizit im Christentum mit, in der, wo wir jetzt leben, in der Glaubensrichtung, wo in den letzten Jahren immer mehr Druck ausgehend von den Gläubigen auf die Kirche gemacht wird, um entsprechend grundsätzliche Regelungen und Anpassungen innerhalb dieser Lehre voranzutreiben. Und man muss kein Prophet sein, um festzustellen, dass die Kirche im Christentum als auch perspektivisch die Institutionen auch aller anderen Weltreligionen zunehmend von den Gläubigen unter Druck geraten werden. Weil Liebe und Mitgefühl nun einmal der grundsätzliche Motor ist. Und je weiter sich die Menschen entwickeln, umso mehr man erkennt, dass Tiere nun einmal auch fühlende und liebende Wesen sind, umso mehr erscheint eine vegane Lebensweise
zwingend, um ja, seine intuitiv wahrgenommene ethisch-moralischen Ansprüchen, um diesen auch zu genügen. Lasst uns daher nicht mit Muslimen oder mit Christen über Religionsausübung streiten und argumentieren, sondern spürt einfach die gemeinsame Basis, die allen Gläubigen zu eigen ist. Und ja, auch der Veganismus ist eine Form der Religion, weil sie eben dieselbe Basis hat wie jede andere Religion auf dieser Erde auch. Liebe und Mitgefühl. Verzettelt Euch nicht in irgendwelche Auslegungen und Interpretationen der Glaubensschriften, die von Menschenhand aufgeschrieben sowieso immer ein Potenzial an Fehlbarkeit und Beeinflussung bergen, sondern legt Euren Koran, Eure Bibel, die Veden, den Talmud, den Palikanon oder die China Study beiseite und fokussiert Euch auf Liebe und Mitgefühl. Denn nicht selten werden friedvolle Religionen zu einem Ausgangspunkt von Aggression, Hass und Zerstörung. Aktuell unrühmliches Beispiel ist der Islamische Staat. Aber auch unter den Veganern muss man, wenn man ehrlich ist, sehr viele Menschen mit einem Gewalt- und Aggressionspotenzial feststellen. Und entsprechend möchte ich den Heiligen Abend heute nutzen, um darauf zu sensibilisieren, noch einmal auf unsere Basis uns zu besinnen. Liebe und Mitgefühl, die Basis aller Menschen, und die gilt auch für Tiere, genau wie für Menschen. Und nur weil Menschen aufgrund ihrer Lebensumstände noch nicht ausreichend dafür sensibilisiert sind, diese Basis an sich zu entdecken, heißt das nicht, dass wir unsere Liebe und unser Mitgefühl diesen Menschen verweigern sollten. In diesem Sinne wünsche ich Euch Fleischessern und auch den Veganern ein friedvolles und von Liebe und Mitgefühl geprägtes Weihnachtsfest, und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.